Hello Friends, ich habe euch gestern auf Instagram ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise fragt mich was und die haben wir hier. Ich habe sie mir nicht angesehen und ich werde euch heute einige beantworten. Ich würde sagen, let's do this. Ich bin gespannt, was ihr wissen möchtet. Ada fragt, wie stehst du zu Schönheitsoperationen? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch eine schwierige Frage. Ich denke, wenn die Person dadurch glücklicher wird, wie eine Nasen-OP. Ich hatte ja eine Brust-OP bzw. eine Brustverkleinerung. Mir war sie einfach zu groß. Ich wollte einfach, dass die kleiner ein bisschen sind. Und ich bereue es, dass ich es nicht eher gemacht habe. Also das kann ich definitiv dazu sagen. Wenn jemand jetzt kleinere Brüste hat und etwas größere haben möchte, go for it, wenn du dich damit besser fühlst, ja. Aber es macht süchtig, habe ich gehört. Also man will immer mehr und wenn es dann dieses Ausmaß bekommt, wo du dann denkst, okay, ich sehe jetzt komplett anders aus. Also ich finde es in Maßen okay, aber wenn man übertreibt, wir sehen es auch auf Instagram, Leute, die sehen einfach nicht mehr aus, wie sie eigentlich ursprünglich ausgesehen haben, wenn sie sich im Gesicht alles machen lassen. Und diese neuen Beauty-Trends wie, weiß ich, wie heißen die denn? Mandelaugen und was weiß ich, dann ziehen sie irgendwas im Gesicht mit irgendwelchen Fäden und so. Okay, aber ich persönlich muss das nicht haben. Ich bin im Clinch seit Jahren mit meiner Nase, aber ja gut, die ist jetzt nun mal so. Und ja, es kann sein, dass ich sie vielleicht irgendwann in 20 Jahren machen lasse. Ich weiß es einfach nicht. Aber im Moment war für mich erste Priorität meine Brust. Und ja, die ist einfach nur, ich habe auch kein Silikon reinsetzen lassen, weil ich es einfach so natürlich wie möglich haben wollte. Und ich bin mega glücklich darüber. Also zur Schönheitsoperation, ja, in Maßen. Also ich finde, man sollte es nicht übertreiben. Nächste Frage. Die liebe Friedlich Herr Miles fragt, du hast ja mit Schmuck nicht ganz aufgehört, aber ihr macht als Team andere Sachen. Erzähl uns bitte. Ja, also wir haben auch noch so eine Art Agentur hier in der Firma. Das heißt, auch wenn ich jetzt Dudi zum Beispiel nicht mehr weitermache, bleibt das komplette Team bestehen, weil wir halt auch noch an anderen Projekten mit anderen Firmen arbeiten. Zu sagen, also Dudi war, also ich kann jetzt so viel sagen, ich habe Instagram gemacht, ich habe Dudi gemacht und dann diese Agenturarbeiten noch gemacht und irgendwie wurde mir das auch nachher zu viel. Und ja, das war auch einer der Gründe, weshalb wir gesagt haben, so jetzt ist Schluss. Ja, also das dazu. Es macht Spaß, aber es ist manchmal auch viel Arbeit und ja, das dazu. Wie geht es dir mental? Wie motivierst du dich? Fragt Musafira Fidunia. Wie geht es mir mental? Also ich kann sagen, dass es mir mental vor einigen Monaten schlechter ging. Das merkt man auch bei mir. Also ich bin dann so unkonzentriert und bin dann auch einfach schlecht drauf und habe dann auch nichts zu lachen, wie jeder andere Mensch wahrscheinlich auch, wenn es mental nicht so in Ordnung ist. Ich bin auch so eine Person, die neigt zu Depressionen und ich habe Depressionen und ich werde auch behandelt. Und ich finde es auch fair, das anzusprechen. Also das ist manchmal nicht alles so easy, wie das aussieht. Also ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch mit ganz normalen Problemen. Aber es ging mir tatsächlich vor einigen Monaten schlecht. Jetzt kann ich sagen, ich fühle mich freiter irgendwie. Ich fühle mich frei. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich fühle mich gut. Also ich bin momentan happy, sagen wir so. Also ich bin sehr, sehr glücklich momentan. Mashallah. Und meinem Mann geht es auch sehr gut. Ich weiß nicht, wie ich noch dazu... Was war die andere Frage? Wie motivierst du dich? Wie motiviere ich mich? Ich motiviere mich gar nicht. Also ich mache es einfach. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie motivierst du dich denn? Also ich bin jetzt nicht morgens so und sage, jetzt muss hier Motivation. Gar nicht. Also wir arbeiten, um zu leben oder ich lebe, um zu arbeiten. Das ist die Frage, die man sich, finde ich, stellen sollte. Also ich habe jetzt, also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich echt schön einen geregelten Tagesablauf habe. Ich habe mir auch ein bisschen Freizeit für mich genommen. Das war nämlich das Problem, was ich hatte. Ich habe 7 Tage in der Woche gearbeitet, Leute. Ich hatte keine Zeit für meine Kinder, ich hatte keine Zeit für mich und das hat mich so mental zerstört. So, was ist, wenn du für alle anderen rennst, aber für dich selber nichts tust? Irgendwann wirst du eingehen, Leute. Deswegen meine Empfehlung von euch, gebt euch Auszeiten. Gebt euch definitiv Auszeiten, auch wenn es nur ein Film gucken ist. Das ist für mich schon eine heftige Auszeit. Ja, Leute, das mag für mich, für dich jetzt wahrscheinlich total normal sein, aber mich hinsetzen und vielleicht 20 Minuten nur eine Serie gucken, ist für mich eine heftigste Auszeit. Oder ein Buch lesen, da komme ich nie zu. Oder einfach mal rausgehen, spazieren gehen, an den Strand gehen, an die Küste gehen. Solche Sachen und nur du alleine. Super wichtig. So, jetzt habe ich wieder genug geredet. Aileen Ilgin fragt, wieso wandern deine Eltern nicht aus?
Sie sind beide noch berufstätig und Sie sind beide noch nicht Rentner. Also Sie haben tatsächlich noch ein Jahr, ihr Lieben. Also das ist jetzt angesetzt für 2023, dass Sie in die Türkei zurückkommen. Ja, und ich freue mich auch ziemlich darauf, dass Sie dann bei mir hier sind. Und ja, das Problem ist dann halt, dass Fulya und Seda dann dort drüben sozusagen alleine sind, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Ich bin ja auch hier mit meiner Familie, aber natürlich fehlen mir meine Eltern total, keine Frage. Also ich freue mich richtig drauf und wenn Sie dann auch in Rente sind und dann hoffentlich auch eine Zeit lang Ihr Leben dann hier sozusagen genießen können. Stopp, nicht falsch verstehen, Deutschland ist auch ein schönes Land. Ich liebe Deutschland über alles, ich bin dort aufgewachsen. Aber ich merke einfach, dass meinen Eltern ihre eigene Heimat fehlt und ich freue mich, wenn sie dann nächstes Jahr endlich dann sozusagen zurück sind. Sie hatten ja keine Wahl, sie sind in Deutschland geboren. Ja. 92 Buket fragt, kannst du vielleicht Tipps geben, wie man das alte Leben hinter sich bringen kann? Das alte Leben? Das ist eine gute Frage. Für mich, weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll, aber ich glaube, ich persönlich würde immer mit einem Umzug anfangen, weil das alte Leben wird dich auch in dieser alten Wohnung an bestimmte Dinge erinnern. Ich weiß jetzt nicht, was du mit altem Leben meinst, aber ich glaube, ein Umzug, neue Sachen, eine neue Wohnung, ein neues Bett, das würde dir auf jeden Fall gut tun. Dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich, wenn man einen komplett Neuanfang machen möchte. Es kommt natürlich darauf an, ob du verheiratet bist, ob du Kinder hast, ob einige Sachen möglich sind. Aber Neuanfang wäre für mich zum Beispiel auch vielleicht eine andere Stadt ziehen, wenn es eine Option ist. Also da kann ich euch tatsächlich nicht so viele Tipps geben. Aber ich würde, wenn man sich zum Beispiel an so alte Sachen, sie schreibt ja hier das alte Leben, sich behandeln zu lassen, wenn man mit einigen Dingen nicht zurechtkommt. Ich war auch schon oft in Therapie, also das heißt auch beim Psychologen, das Ganze mal auszusprechen und das ging auch über Monate lang. Leute, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es gibt einfach einige Sachen, die man vielleicht nicht mit einer Freundin reden kann, die man vielleicht mit einem Mann nicht besprechen kann. Und ich habe auch einfach in dieser Therapie zum Beispiel gemerkt, das alte Leben, dass ich einfach mit anderen Sachen abschließen musste. Und warum ich mit einigen Sachen nicht abschließen konnte, wusste ich einfach nicht. Und da hat mir auch diese psychologische Hilfe total viel weitergebracht. Ich konnte mir alles aus der Seele quatschen und danach habe ich mich einfach befreit gefühlt. Also vielleicht ist das auch eine Option, sich einen Psychologen aufzusuchen, um sich mal die ganze Seele vom Leib zu quatschen. Und womit ich zum Beispiel sehr viel am Struggeln hatte oder was heute bei mir zum Vorschein kommt mit 36, das ist einfach vieles, was in der Kindheit auch passiert ist, versteht ihr? Und da können meine Eltern zum Teil auch gar nichts dafür, weil sie es vielleicht damals einfach nicht besser wussten. Und ich verurteile zum Beispiel meine Eltern für einige Dinge auch nicht. Aber auch halt solche Sachen, das alte Leben abzuschließen, finde ich, gehört auch eine gute Therapie dazu. Und da, ja, solltest du vielleicht mal dran arbeiten. Also ich finde auf jeden Fall nichts Schlimmes dran und empfehle es auf jeden Fall jedem, weil es mir persönlich super viel geholfen hat. Das ist natürlich nichts, was ich dir jetzt hier auf Instagram bequatschen würde. Hey Leute, ich war heute in Therapie. Ist halt nicht so, aber wenn mir jetzt einer persönlich eine Frage stellt, dann bin ich auch so offen und ehrlich, darüber zu quatschen. HXAC fragt, deine Meinung zu der YouTube-Welt heute? Ja, ich bin ja back on YouTube. Ich finde, früher war das alles so ein bisschen unbeschwerter. Man hat einfach drauf losgeschnattert, was heute einfach nicht so ist. Ich glaube auch, dass viele einfach drauf los sind, wie kriege ich die meisten Klicks? Was kann ich am besten machen? Das mache ich ja absolut gar nicht. Ich mache einfach das, wonach mir ist und wonach ich Lust habe. Ich mache YouTube unbedingt jetzt auch nicht wegen den Klicks. Ich weiß, dass auch die Klicks nicht mehr so sind wie damals. Es ist einfach so. Instagram war damals nicht so populär. YouTube war an erster Stelle und heute ist es einfach anders. Die Leute befinden sich auf TikTok, die anderen auf Instagram. Ich sage immer, das ist wie so eine große Eisdiele. Weißt du, der eine mag Schokolade, der andere Vanille und der andere Erdbeer. Und das ist bei Social Media genauso. Der andere mag YouTube mehr und der andere halt TikTok mehr. Und ich glaube, man kann sich nicht gleichzeitig auf allen Plattformen aktiv befinden als Zuschauer, denke ich. Und das hat bestimmt auch einer der Gründe, weshalb so bei auch vielen anderen YouTubern natürlich die Klicks zurückgegangen sind. Oder es ist einfach uninteressant geworden. Kann auch sein. Ich bin jetzt auch nicht die interessanteste Person on Earth. Ist so. Aber es gibt tatsächlich noch ein, zwei Leute, die mir folgen und ich freue mich, wenn ich denen noch ein Stück was geben kann. Dann schauen wir doch mal weiter. Telly 19 fragt, nein, aber ich freue mich so sehr, dass du nun mehr Videos auf YouTube online stellst. Danke. Oh, bitte. Ich freue mich auch, weil es wieder eine andere Plattform für mich ist, weil ich war jetzt hier zwei Jahre fast offline.
Und ich muss sagen, es bringt mir wieder Spaß. Warum habe ich aufgehört? Weil es mir einfach keinen Spaß mehr gebracht hat, versteht ihr? Ich hatte einfach dieses Druckgefühl, hey, du musst produzieren, du musst. Und darauf hatte ich einfach keinen Bock mehr, versteht ihr? Und deswegen habe ich auch gesagt, so, jetzt ist Schluss. Die Belle Ulf 52 fragt, bist du mit dem jetzigen Körper zufrieden? Ihr seht wahrscheinlich auch, dass ich mitten wieder in der Abnehmphase bin, aber ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich habe mir Informationen geholt, ich habe mir Informationen angelesen, wo ich dachte, hey, das trifft genau auf mich zu. Und Leute, ich mache aktuell keine Diät, aber ich nehme trotzdem ab, weil ich einfach mit dem Mental, deshalb geht es mir mental auch gut, weil ich mental mit dieser Diätphase ein bisschen auch abgeschlossen habe. Ich bin weiterhin mit Bittl in Kontakt. Sie leitet mich auch so ein bisschen, aber es ist nicht so, dass ich komplett in dem Diätmodus bin. Die Frage, bist du mit deinem jetzigen Körper zufrieden? Nicht ganz. Also ich merke einfach, dass ich einen zu hohen Fettgehalt noch habe und das merke ich einfach an bestimmten Stellen. Also ich bin immer für Body Positivity, ja, aber ich möchte halt in einem Normbereich sein, versteht ihr? Ich bin immer noch fetttechnisch zu hoch und ich möchte das alles so ein bisschen noch runterziehen, aber im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Körper zufrieden, außer eine Stelle, mein Bauch, und der ist einfach nach diesen Schwangerschaften da. Ich habe mich damit abgefunden, ich liebe meinen Bauch, weil ich weiß, was er für mich getan hat, aber ja, es stört, also es stört mich, aber ich liebe ihn auch gleichzeitig, weil ich weiß, was er halt getan hat. Das ist so, ja, ganz komisch zu sagen, aber ja, ich arbeite jetzt noch ein bisschen an meinem Körper und denke so, dass ich mit einer bestimmten Aussehen zufriedener bin. Ich weiß es nicht. Also da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Wenn alles möglich und machbar wäre, wohin würdest du gerne mit deiner Familie reisen? Fragt Lisa Stüttingen. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Also ich denke, ich würde gerne mal nach Indien reisen, ich würde gerne mal nach Tokio reisen, nach Singapur reisen. Dubai interessiert mich irgendwie gar nicht. Also ich habe das Gefühl, weil gefühlt alle Influencer dort momentan leben, dass mich das nicht mehr so reizt. USA fand ich ganz spannend, also da würde ich auch gerne mal mit meiner Familie verreisen. Es ist für uns momentan noch so ein bisschen schwierig, also ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass wir erst neu anfangen mit unseren Kindern zu reisen. Das hat auch ein bisschen was mit Corona zu tun und Zade war ganz empfindlich gegenüber neuen Sachen und jetzt so möchten wir, glaube ich, erstmal so ein bisschen die Türkei auch erkunden, weil wir leben hier und dann nach und nach im Ausland. Für uns ist es natürlich easier, weil ich und meine Kinder deutsche Staatsbürger sind, aber für meinen Mann ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil er dann halt immer noch ein Visum braucht, aber so, das wären so die Länder, die ich gerne bereisen würde. Vivian Christina fragt, was liebst du an der Türkei und was vermisst du an Deutschland? Das sind zwei Fragen. Was liebst du an der Türkei? Die Türkei hat natürlich auch viele Schwachstellen, aber ich liebe den Service, den Kundenservice in der Türkei. Also dieses Land ist einfach so ein serviceorientiertes Land und das habe ich letztens schon wieder gemerkt. Also ich möchte es nicht schlecht reden, aber als ich in Deutschland war, man merkt einfach diese Unterschiede. Ja? Ich liebe den Service in der Türkei, ich liebe das Wetter in der Türkei. Wir leben hier tatsächlich alle vier Jahreszeiten durch und das ist für mich geil. Ich liebe es, dass die Türkei so zentral in der Welt ist. Ich liebe es einfach, dass ich hier so ein bisschen freier sein kann. Ich verstehe, es ist ein bisschen schwer auszudrücken. Wenn ich möchte, kann ich abends noch an die Küste gehen und mich da hinsetzen. Und ich liebe es, dass die Kinder halt abends auch noch am Spielplatz spielen. So was liebe ich einfach. Ich liebe dieses Unbeschwerte. Ich liebe die Wohnung hier in der Türkei. Also Neubauwohnungen sind einfach der Knaller hier, wie die das bauen und wie die geschnitten sind und was inklusive ist. Leute, die Küche ist inklusive in der Wohnung. Ich habe erst vor 2 Monaten erfahren, dass man in Deutschland seine eigene Küche mitbringen muss, kann, sollte. Das habe ich so noch gar nicht erlebt. Das wusste ich bis dato gar nicht. Ja, ich liebe es, dass Geschäfte so lange aufhaben. Ich liebe es, dass ich zu einer bestimmten Zeit noch sagen kann, hey, ich habe jetzt Bock auf McDonald's, lass uns dorthin, weil die einfach so lange aufhaben. Ich liebe es, dass das am Sonntag die Geschäfte aufhaben. Ja, das Essen sowieso. Ich liebe einfach auch die türkische Küche.
Ich liebe meinen Mann. Und was vermisst du an Deutschland? Ja, ich vermisse an Deutschland definitiv gerade Straßen. Also ich vermisse, dass zum Beispiel wir leben in Istanbul, es ist alles hier so bergig. Versteht ihr das? Ich liebe einfach diese glatte Landschaft. Ich liebe Fahrradfahren, was ich hier zum Beispiel auch seit Jahren nicht gemacht habe. Was vermisst du an Deutschland? Definitiv Fahrradfahren. Vermisse einige bestimmte Lebensmittel wie Rhabarber, wie Grünkohl, wie richtig guten Magerquark. Die Auswahl an Lebensmitteln vermisse ich extremst. Ja? Wenn ich jetzt in Deutschland bin, habe ich die Möglichkeit, es gibt hier 10.000 Produkte an Low-Fat und Low-Carb und Low das und das und es gibt für alles einfach alles. Und das fehlt mir so richtig immer noch nach Jahren. Was vermisst du an Deutschland? Ich vermisse manchmal so die Freundlichkeit, wobei es da auch wieder unterschiedliche Unterschiede gibt. Ich vermisse die Ruhe. Die Ruhe. Ich vermisse tatsächlich so ein bisschen die Ruhe. Jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, merke ich einfach, wie stressfrei das dort ist. Ihr sagt jetzt wahrscheinlich, was stressfrei? Ja, aber tatsächlich, ich vermisse den Verkehr total. Der Verkehr ist einfach hier eine reinste Katastrophe und Leute, ich fahre mittlerweile genau wie die hier sind. Ich vermisse vieles an Deutschland. Aber das hat alles halt seine Vor- und Nachteile. Ich werde nicht alle Fragen beantworten. Ich denke, so zwei sind jetzt noch okay. Suhey da Kim fragt, gibt es mal ein Fan-Treffen? Ich glaube, ich hatte bis dato mal ein, zwei gemacht. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Typ, der sich dann ein Fan-Treffen macht. Weil es für mich einfach komisch ist. Es hat nichts damit zu tun, dass ich sage, hey, ich hasse euch alle oder sonstiges, sondern das Problem ist einfach, dass ich euch nicht kenne. Ich komme euch wahrscheinlich total vertraut vor und das habe ich auch immer wieder, wenn ihr mich auf der Straße ansprecht. Aber das Problem ist einfach, ich kenne dich ja nicht. Das ist das einzige Problem. Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen schüchtern, würde ich sagen, auf das ich dann ein Fan-Treffen machen könnte. Letzte Frage. Es hat mir gerade total Spaß gemacht, weil ich absolut nicht wusste, was jetzt auf mich zukommt. Und ich habe auch noch eine schöne Abschiedsfloskel für euch gleich. Ja? Bleibt dran. Würdest du dein Leben anders gestalten wollen, aber hast die Möglichkeit nicht dafür? Fragt Mary Nico. Würde ich mein Leben anders gestalten wollen? Das ist eine sehr gute Frage und ich würde auch direkt sagen, nein. Ich habe viele Sachen erlebt, auch in meiner Jugend, in meinen 20ern habe ich vieles erlebt. Und ich denke mir immer, wenn ich diese Sachen nicht durchlaufen hätte, wäre ich vielleicht nicht diese Person, die ich heute bin. Und daran nage ich hart fest. Ob ich etwas ändern würde, wie ich das anders gestalten würde, ich glaube eher nicht. Also Leute, ich bin ein sehr, sagen wir mal so, minimalistischer Mensch, der sich auch mit weniger zufrieden gibt, ja. Und ich denke, ich würde momentan einfach gar nichts anders gestalten wollen. Bin glücklich, wenn ich kein Auto habe. Ich bin aber auch glücklich, wenn ich eins habe. Ich bin glücklich, wenn ich in einer schönen Wohnung lebe. Ich bin aber auch glücklich, wenn ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebe. Weil das definiert nicht mein Glück und mein Wohlbefinden. Versteht ihr? Ich bin keine Person und mein Mann auch nicht und meine Kinder definitiv nicht. Wir sind nicht gebunden an so materielle Dinge und wir wollen nicht immer mehr. Versteht ihr? Wir geben uns mit dem zufrieden und bedanken uns bei dem, was wir momentan haben. Und deswegen würde ich sagen, würde ich momentan tatsächlich nichts ändern, weil einfach alles gut ist, so wie es ist. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ich habe jetzt noch eine ganz tolle Abschiedsfloskel für euch. Die nervigste Floskel in Deutschland ist tatsächlich Tschö mit Ö. Das sage ich jetzt nicht, weil das habe ich euch jetzt schon ganz oft gesagt. So habe ich einen Beitrag gesehen mit den nervigsten Abschiedsfloskeln und das hat mir so gut gefallen. Nummer 2, Tschö mit Ö habe ich ja schon immer gesagt und das lasse ich jetzt weg. Die zweitnervigste Floskel ist mit 70%. See you later, Alligator. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.